Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Leon Elektronik. Heute mal mit einem ganz speziellen Video für euch. Und zwar habe ich mir überlegt, und zwar, ich mache ja, also heute, sage und schreibe heute, 19.09.2020, und zwar einen packevollen Tag. Und ich werde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln rumfahren, werde mich auf den Schwabacher Herbstsommer begeben in Schwabach und eine Fahrt nach Weißendorf machen, um meinen Kumpel abzuholen. Ja, und ja, also heute einiges im Gepäck. Dafür braucht es natürlich auch eine Fahrkarte. Und diese Fahrkarte, die gehe ich jetzt an dem Fahrkartenautomat. Ja, ihr hört richtig. Fahrkartenautomat werde ich den holen und dann werde ich die Fahrkarte holen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich zur Tür hinausgehe und die Fahrkarte kaufe. Und deswegen, bis gleich. Wusch. So Leute, jetzt seht ihr das. Ich bin gerade auf dem Weg. Geht hier noch das Licht aus? Was ist das für ein scheiß Treppenhaus, Alter? Auf jeden Fall bin ich jetzt auf dem Weg. Oh, ist es ziemlich kalt. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf dem Weg Richtung, und zwar Bushaltestelle, um mir meine Fahrkarte zu kaufen. Und wollen wir mal sehen, ne? Alter, das ist ganz schön kalt, aber mit Pullover lässt sich's eigentlich aushalten. Das geht. Wenn das noch kälter sein sollte, und zwar dann, glaube ich, ist Feierabend hier mit diesem Rüdeler Kack. Ne, dann brauche ich noch eine Jacke, Alter. Also wenn das genauso kalt bleibt, dann werde ich noch eine Jacke brauchen. Und zwar ist es so kalt. Merkt man mal, dass der Sommer ist vorbei. Ja, gut. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal Richtung Ding laufen, jetzt Richtung Haltestelle, und dann werden wir uns gleich, ja, würde ich sagen, dass wir uns dann gleich sehen an der Haltestelle, und dann sehen wir uns, würde ich sagen, gleich, wenn ich die Fahrkarte gekauft habe, und ja, und was die kostet natürlich, werde ich euch auch zeigen. Ja, gut, jetzt laufe ich da erstmal darüber. Also man glaubt gar nicht, wie kalt es ist. Und zwar ist es richtig kalt. Und zwar, und das Gute ist, ich wohne nicht weit von der Bushaltestelle weg. Deswegen habe ich es eigentlich ganz gut, dahin zu gehen. Da ist ein Fahrkartenautomat. Jetzt hoffe ich nur, dass der geht. Weil immer wenn ich komme, ist dieser Scheißding außer Betrieb. Ne? Und er hat eine Störung. Und jetzt wollen wir mal hoffen, dass er funktioniert. Und wir sehen uns gleich. So Leute, jetzt bin ich gleich an der Kreuzung. Ich kann es euch mal zeigen. Wenn ihr jetzt hier guckt, da sieht man schon die Ampel. Und das ist die Kreuzung. Da ist auch gerade Baustelle, die zeige ich euch auch noch. Da wird irgendwas gebaut. Und jetzt ist Nacht, 2:30, also kurz nach 2 schon. Und jetzt fährt auch nämlich nichts mehr. Ich hoffe, dass der Automat auch da funktioniert. Und zwar, die Ampel ist sogar grün. Das ist doch schon mal positiv gut. Und ja, würde sagen, wir laufen einfach mal.
So Leute, ich bin jetzt da an der Bushaltestelle und hier ist direkt mal der Fahrkartenautomat. Ich kann es euch mal zeigen, hier ist direkt der Fahrkartenautomat. ESTW steht hier. Ja, aber ESTW, ne? Mensch, nicht unscharf sein, das scheiß Ding. Hier, ESTW steht hier. Fahrausweise, VGN. Kartenlesegerät, Münzen, Scheine mit der Karte. So, und jetzt werden wir uns Tageskarte plus Gesamtraum. Ach, ein Schritt zurück. Gesamtraum für heute, den 19. So. Oh, jetzt gebe ich mir noch seinen Namen eingeben. So. Wie mein Nachname heißt, geht ja euch nichts an. Und dann haben wir es hier auch schon. 2030, Leute, gönnt euch das mal. 2030 kostet hier die Fahrkarte. Unglaublich. Gültig für beliebig viele Fahrten für bis zu 6 Personen, davon höchstens 2 ab 18. Geltungszeitraum, erster Tag bis 3 Uhr des Folgetages oder ein gesamtes Wochenende. Im Nachtlinienverkehr bis zu jeweiligen Betriebsschluss. Fahrkarten werden entwertet ausgegeben. Gilt nur mit Blockschrift eingetragen, Name des Nutzers. Auf Verlangen des Betriebspersonals ist ein amtlicher Lichtbildausweis vorzuzeigen. So, mit den allen Sachen hier kann man zahlen. Und jetzt gehe ich auf Bezahlen. Und dann, ja, würde ich jetzt sagen, stecke ich diese 20 Euro da mal rein in diesen Automaten. So, die 20 Euro sind jetzt schon mal weg. Schön. Leon bedankt sich jetzt schon mal. Seine 20 Euro sind jetzt gegessen worden. Jetzt natürlich hier noch die Münze, 20 Cent. Einwerfen. 5 Cent brauchen wir nicht. Jetzt brauchen wir noch einen Zehnerler. Hoffentlich habe ich jetzt den richtigen Greifer. Schon wieder 5 Cent. Was ist denn heute los, du? So, da. So, okay. Und der letzte, die letzten 10 Cent. So, jetzt haben wir hier mein Tagesticket Plus. Gesamtraum gekauft. Ist jetzt egal, jetzt seht ihr halt mein Nachname, ist doch scheißegal. Auf jeden Fall hier, das ist meine Fahrkarte, jetzt habe ich sie gekauft. Ja, und jetzt kann die Fahrt beginnen, ne? So, jetzt laufen wir mal wieder zurück. Hier, Bushaltestelle ist sowieso außer Betrieb, das ist der Automat. Das ist der Automat, hier ist die Bushaltestelle. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, laufen wir mal wieder zurück. Hier ist die Baustelle, wie ihr sehen könnt. Hier wird hier gerade fleißig gebaut. Jetzt laufen wir wieder zurück zu mir nach Hause und dann erkläre ich euch alles weiter, ne? Wie weit man kommt. Ich habe schon wieder mal weit man teil. Einfach Glück. Und zwar, also ich habe die Fahrkarte gekauft und jetzt ist schon Glück. Und zwar, Glück beginnt schon. Ich hatte gerade schon grün. Und jetzt werde ich mit dir, jetzt komme ich da rüber, setze mich da auch grün. Hundertprozentig jetzt. Pass auf. Keine lange Wartezeit. Ich bleib stehen. Seht ihr? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Es ist wieder nur Glück dabei. Tja, ja, jetzt habt ihr es gesehen. Auf jeden Fall laufe ich jetzt wieder und zwar zurück. Und zwar mal Richtung, ja, nach Hause. Ich habe jetzt die Fahrkarte gekauft. Und ich freue mich schon, jetzt kann es dann losgehen. Es wird heute noch eine kurze Nacht, aber das erzähle ich euch alles, wenn ich dann in der Wohnung bin. Und dann erzähle ich euch, was für ein Tag das noch ansteht und was für Fahrten das noch anstehen, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall aus der Stadt, wo ich wohne, aus Erlangen rausfahren. Das wird klar sein. Und habe einen langen Tag dann hinter mir. Bis zu locker 14 Stunden rumfahren und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich dann in meine Straße laufe.
So, jetzt bin ich wieder in meiner Straße und laufe gerade nach Hause. Also falls ihr mich nicht sehen solltet, vielleicht nimmt die Kamera dann nicht auf, dann kann ich es nicht ändern. Aber eigentlich hat dieses Gerät Nachtsicht, das ist aktiviert, also müsste man mich eigentlich sehen. Gut, auf jeden Fall bin ich jetzt gleich zu Hause und ja, ich würde sagen, wenn ich jetzt dann zu Hause angekommen bin, dann seht ihr, wie ich noch raufgehe, mein Treppenhaus, und dann ja, sehen wir uns dann wieder, wenn ich dann in meinem Reich angekommen bin und euch was zu der Fahrkarte erzähle. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, nun bin ich vor meiner Haustür angekommen und ich gehe jetzt mal rauf, ne? Ist klar. Zweiter Stock. Und kein Aufzug. Okay. Jo Leute, was geht? Da bin ich wieder zurück vom Fahrkarten-Einkauf. Ihr wart ja live dabei. Ich bin aus der Puste, ich bin jetzt hierher gelaufen, wieder nach Hause, und habt ihr gesehen, es war nicht weit, war nur ein paar Meter. Draußen ist wirklich fürchterlich kalt, und kurz zu der Fahrkarte, die ich gekauft habe, die ich euch gezeigt habe, VGN Gesamtraum. Ich kann im gesamten Verbundgebiet fahren mit dieser Karte für 2030. Mit dieser Fahrkarte kann ich bis nach Schwabach fahren, nach Ansbach, nach Feuchtwangen, nach Dinkelsbühl, nach Kreilsheim, nach Lichtenfels, nach Allersberg-Rotsee, nach Bamberg, nach Bad Staffelstein, nach Forchheim, nach Ebermannstadt kann ich fahren, in die Fränkische kann ich fahren, nach Hollefeld, nach, und zwar Bayreuth kann ich fahren, und nach Treuchtlingen natürlich, Weißenburg, und liegt alles im, ja, Gesamtraumnetz, auch Fischbach und Stein, also alles, was dazugehört. Da kann ich mit dieser Karte x-beliebig rumfahren, auch durch Erlangen natürlich, also ich kann da querfeldein jetzt den ganzen Tag rumfahren. Ja, mittlerweile haben wir es 2.13 Uhr, also gleich 2.14 Uhr, und ich zeige euch gleich die Uhr, wenn die auf 14 umgeschalten hat. Und dann, ja, war es das schon mit diesem Video, und ich freue mich, wenn ihr alle dabei seid, wenn wir uns sehen, wenn es mit der Reise losgeht. Ich werde mich melden, sobald es losgeht, und zwar mal gespannt, was ich zum Frühstück bekommen werde. Und zwar, und dann auf jeden Fall werde ich zu Hause frühstücken, das wird klar sein. Und zu Hause meinen bitteren Kaffee trinken und dann starten gemeinsam. Auf jeden Fall noch einen Abstecher, dann werde ich machen in den Supermarkt, und dann, ja, dass ich ein bisschen was Kleines zum Knabbern dabei habe. Leergut habe ich drüben und würde ich dann abgeben. Jetzt zeige ich euch mal schnell die Uhr. Wir haben es jetzt 2.14 Uhr in der Nacht. Also total spät schon. Und ich bin noch wach, und ja, ich würde jetzt sagen, ich chill jetzt noch ein bisschen den Abend, schaue jetzt noch ein bisschen YouTube, gucke jetzt noch ein paar YouTube-Videos von Rebecca Wing an, und danach gehe ich schlafen, und zwar, und dann heißt es wusch, auf die Fahrt, fertig, los, und ja, ich verbleibe, euer Leon Elektronik, und lasst ein
Abo auf jeden Fall da, also abonniert mich fleißig und zwar abonniert auch und aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video von mir verpasst und sprengt die Daumen nach oben und zwar, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, sprengt die Daumen nach oben und zwar bei mindestens 100 Daumen nach oben und zwar werde ich für euch und zwar um 4 Uhr morgens und zwar für euch anfangen mit dem Bus fahren. Ja, also werde ich dann mich in den Bus setzen und anfangen schon früh loszufahren. Um 4. Ne? Das machen wir aber dann zusammen bei 100 mal Daumen nach oben. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder und hab euch alle so, so doll lieb. Bye.